Hallihallo und willkommen zu einer neuen Comic Review heute mit Ghost Rider. Ja, ich weiß gar nicht, wie lange das Comic jetzt noch raus ist, aber gibt es halt leider in Deutschland sehr wenig von Ghost Rider. Es gab es, glaube ich, mal von 2006 bis 2009 irgendwie so welche Sonderbände mit Johnny Blaze noch damals. Und ich glaube, das 2017 oder so kam dann jetzt endlich ein Ghost Rider Mega Band. Rache auf Rädern heißt das und das beinhaltet All New Ghost Rider 1 bis 12. Soweit ich das jetzt noch gesehen habe, gibt es auch eigentlich noch eine nachfolgende Mini Ghost Rider Serie. Die ist aber leider in Deutschland irgendwie noch nicht raus und ob die auch rauskommt, ist natürlich fraglich. Natürlich, wenn Robbie Reyes jetzt in Avengers vielleicht sich ein bisschen besser bewährt und man bemerkt, dass in Deutschland Ghost Rider irgendwie noch besser ankommt. Wer weiß, ob da noch was kommt. Aber soweit ich weiß, ist glaube ich auch in Amerika jetzt auch erst. Es wird wohl eine neue Ghost Rider-Serie kommen. Ich glaube, das ist auch wieder mit Johnny Blaze, was ich sehr schade finde. Aber alles jetzt erstmal am Anfang. Ja, Autor ist hier Felipe Smith. Der hat uns jetzt auch diesen neuen Ghost Rider gebracht. Man muss auch wissen, ich habe diesen Ghost Rider auch erst mit Agent of S.H.I.E.L.D. kennengelernt. Und dann erst den in die Comics kennengelernt. Aber ja, eigentlich haben die das in der Serie ganz gut gemacht und eigentlich sind beide recht ähnlich, beziehungsweise beide ganz gut. Also darum, da ist jetzt nicht so was Großes, außer vielleicht von den Haaren und vom Aussehen ein bisschen Abwandlung. Aber sonst eigentlich alles ganz gut. Zeichner haben wir hier Tred Moore und Damian Scott, die am Anfang also erstmal sehr gewöhnungsbedürftig sind, aber man gewöhnt sich doch in der Zeit dran. Und Chris Anker und Philippe zeichnen auch, also Chris Anker zeichnet und Philippe zeichnet dann auch noch damit und sind am Ende dann auch ganz top, aber die sind halt von diesen 12 Heften nur 2. Also sagen wir mal, wer am Cover das sieht und auch so ein bisschen reinblättert, wer das schon eigentlich so geil findet, der wird hier ganz unterhalten sein. Wer aber echt sagt so, boah ey, was ist das denn für ein Dreck von Zeichnung? Ja, ist leider ein bisschen überwiegend hier so, wie schon gesagt, das Beste, was einem passieren kann, ist, dass man sich halt daran gewöhnt, wie es bei mir war. Aber trotzdem ist es dann doch überwiegend nicht die beste Zeichnung. Trotzdem muss ich sagen, dass dieser Ghost Rider richtig geil aussieht. Also mir gefällt der Look von Robbie Reyes einfach viel, 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 viel mehr als den von Johnny Blaze. Also ich muss sagen, ich bin halt vorhin nicht der größte Ghost Rider Fan gewesen. Fand die Kräfte ganz cool und auch sein Sinn war auch ganz nett. Aber er selber, Johnny Blaze, fand ich nicht so interessant. Und auch, ja, weiß nicht, war so, sein Look war jetzt auch nicht so heftig. Wirkte eher für mich nur so Punker-mäßig. Und ich bin, ja, Motorbikes, weiß ich, sieht ganz nett aus, aber ist jetzt auch nicht so cool. Aber jetzt so mit dieser Karre sieht ganz cool aus und auch sein Skelett ist ja auch anders. Ich zeige mal eben was, weil wenn ich eine Figur geil finde, zeichne ich sie auch gerne. Ich weiß nicht, ich finde, das sieht einfach viel cooler aus, irgendwie so mit diesem ganzen Weiß irgendwie. Das ist auch nicht normales Skelett, das ist, als hätte der so eine Maske auf. Weiß ich nicht, das sieht einfach viel, viel cooler aus als der andere Johnny Blaze. Vielleicht zeige ich hier auch so mal als Vergleich den Johnny Blaze und Robbie Reyes. Und ich muss sagen, ich finde den einfach geiler. Ist einfach so. Aber auch vom Charakter her muss ich sagen, dass Robbie mir einfach mehr gefällt. Weil Robbie ist halt ein Junge. Jetzt füllen wir auch ein bisschen mal in die Story rein. Ich muss mir hier jetzt noch eben am Anfang reinwerfen. Spoilergefahr. Ich werde hier auf einige Sachen eingehen. Jetzt nicht unbedingt jede Kleinigkeit spoilern, aber doch hier und da so Figuren, Überraschungsfiguren, die hier auftauchen oder auch das Ende spoilere ich mehr oder weniger, darum, ja, Vorsicht dabei, wer aber vielleicht das ja schon kennt oder ist egal ist, ja, der kann das hier getrost weitergucken. Ja, da seid ihr dann vorgewarnt. Denn Robbie lernen wir halt als eine Art Teenager kennen. Ich muss sagen, der sieht jetzt nicht unbedingt aus wie ein Teenager, denn er sieht sehr erwachsen aus, finde ich persönlich. Also er sieht nicht aus wie Kamala Khan, Miles oder Peter Parker, wo er noch jung war. Also die sahen mehr aus wie Teenager als er jetzt. Aber er muss halt auch schon sehr erwachsen. Ich weiß nicht, wie alt er ist, 16, 17. Er hat aber halt auch einen kleinen Bruder namens Gabe, um den er sich kümmern muss, weil Eltern sind nicht mehr da. Er muss halt sich um die Miete kümmern, Haushalt, sich um seinen Bruder kümmern und so weiter und so fort. Und er ist dann auch noch zur Schule, also Schule, danach sofort arbeiten. Wenn man zu Hause ist, muss man sich dann auch noch um seinen Bruder kümmern. Also er musste schon sehr früh erwachsen werden und Verantwortung übernehmen. Das ist halt dann Robbie Reyes, was ihn halt auch sehr
bodenständig und weiß nicht, interessant macht, weiß ich nicht. Also ich fand ihn sehr sympathisch und auch irgendwie cool. Also muss ich einfach so sagen. Er verdient sein Geld dann halt in der Werkstatt, aber halt auch beim Autorennen, um ein bisschen mehr Geld zu bekommen. Er kennt sich halt mit Autos auch ein bisschen besser aus. Er hat ja auch dieses Auto mit extra Motor oder so, wenn ich das richtig sehe. Ich kenne mich halt mit Autos nicht so richtig aus. Ich weiß nicht genau, was das alles so extra Schnickschnack ist. Aber bei einer Rennfahrt geht aber etwas schief und Robbie wird einfach eiskalt erschossen. Aber anstatt dass er richtig stirbt, verbrennt er irgendwie und verbrennt er nicht einfach nur, er wird irgendwie neu erweckt als so eine Art Dämon dann halt, weil er weiß ja noch nicht wirklich, was es mit diesem Ghost Rider zu tun hat. Wir wissen natürlich, dass er dann halt der Ghost Rider da aktuell ist und nimmt dann auch direkt Rache an diejenigen, die ihn da anscheinend gerade töten wollten. Ja, andernfalls haben wir dann auch noch, was auch damit in Verbindung ist, denn es geht hier halt auch, das böse Zeug ist halt so, sind so pinke bzw. blaue Pillen, die auch bei Robbie anscheinend im Kofferraum waren, warum man ihn halt auch verfolgt hat. Und hier haben wir halt als Hauptantagonisten, sagen wir mal so, Dr. Sabo, aka Mr. Hyde zu tun, der halt gerade an weitere Pillen experimentiert und ja. Mit diesen Pillen wird man halt explizit stärker zu einer Art Monster. Man muss leider aber auch sagen, denn diese Pillen kommen natürlich im Umlauf, sowohl bei Gangs, selbst Tiere werden sogar anfällig und auch in Schulen spielt das später auch noch sein. Aber die werden dann halt so riesen Monster, manchmal mit 4 Armen oder so. Und durch diese leicht Cartoon-Zeichnung irgendwie. Wirkt es manchmal dann doch etwas albern. Ich muss auch sagen, das ganze Comic ist recht brutal auch. Am meisten mit so Figuren wie Mr. Hyde, aber auch Ghost Rider kann ja da auch brutal sein. Wo auch hier und da einiges von Blut zu sehen ist. Aber trotzdem, da das hier so eine recht cartoonartige Zeichnung hat und nicht mit sowas wie Steve McNiven, David Marquis oder so längst nicht mithalten kann, nimmt es dann doch ein bisschen so die Wucht raus. Und schon was so, dass alles zu verharmlost ist, dass man das Blut wirklich ernst nehmen würde. Das ist dann halt ja, eher weniger gut zum Großen und Ganzen. Ja. Robbie muss dann auch erstmal sein neues Ich mit dem Ghost Rider auch kennenlernen und ja, erfahren, was er da jetzt gerade eigentlich ist. Muss sich natürlich trotzdem weiterhin um diese ganzen Schnickschnack-Schule mit seinem Bruder und so weiter natürlich kümmern. Irgendwann, weil er hat halt so schwarze Haare mit so einem weißen Strich, aber irgendwann rasiert er sich den auch ab und wird dann halt, hat halt so eine, ja, nicht Glatze, aber so einen Kurzhaarschnitt, ganz klein, wo er auch entdeckt, dass er da so welche Narben im Gesicht hat. Und ja, im Comic wird es gesagt, ich sage es, es ist schlechter natürlich. Aber das wird sich nachher dann auch ein bisschen ändern. Trotzdem den Originallook vom Anfang mit dieser Strähne, ich weiß gerade gar nicht, war das in Avengers wieder da? Weiß ich nicht. Aber später ist das dann halt nicht mehr da, weil ich glaube, irgendwann wird das halt wieder auftauchen. Aber okay. Es gibt auch in der Stadt ab und an Bandenkriege, wo Robbie sich auch als Racheengel halt einsetzt, natürlich für die. Es wird dann auch unweigerlich zu einem Kampf natürlich zwischen Mr. Hyde und Ghost Rider. Ja, der dementsprechend ganz cool aussieht. Ich muss sagen, immer so wie die Monster wohl albern aussehen, aber trotzdem Ghost Rider mit seinem Auto und diese Flamme überall und weil Ghost Riders Look auch einfach cool ist, sieht trotzdem eigentlich immer geil aus, muss man einfach sagen. Also passt auch dann irgendwie zum Ghost Rider selber doch schon ein bisschen. Ja, wie schon gesagt, später werden dann sogar auch Tiere zu Monstern, was auch ein Problem für Robbie führt, denn er muss Rechnungen bezahlen, hat damit auch große Probleme und möchte halt ein Rennen fahren und ein bisschen Kohle zu machen. Da kommen aber solche Mutantentiere dazwischen und er verliert das Rennen und muss sein Geld abgeben. Da spricht aber dieser Ghost Rider in seinen Kopf und sagt, du brauchst das Geld. Er schnappt dir den Typen und unabsichtlich bringt Robbie ihn dann, diesen Gewinner dann sogar um nicht mit Absicht zu sagen, aber trotzdem denkt man sich so, was hast du erwartet? Wenn du ein Auto crasht, das auch noch Ghost Rider Style hat, was soll groß passieren? Natürlich knallt er dann irgendwo ab und ja, nicht jeder überlebt so einen Autounfall. Dabei trifft er dann aber auch auf jemanden, den wir natürlich schon kennen, nämlich Johnny Blaze, der ihn dann die Leviten liest und ja, ihn auch erstmal fertig macht und dann gehen wir halt ein bisschen
tiefer, sagen wir mal, und lernen auch ein bisschen mehr kennen, was da jetzt wirklich, wer da jetzt wirklich als Dämon bzw. Ghost Rider hinter Robbie wirklich steckt. Ja, aber ja, Johnny Blaze, die kämpfen halt zuerst in der Schule, sind die Pillen dann ja auch schon aufgetaucht, gehen dann halt schon auch rum, wo wir dann auch sehen, dass die Sportler zum Beispiel sich ein bisschen aufpowern. Robbie bekommt dann auch durch diesen bösen Ader dieses Ghost Riders auch eine böse Ader, à la Spider-Man 3 praktisch. Und das führt dann halt zu einem ganz großen Problem mit Gabe. Denn Gabe ist zu Hause, Robbie kommt rein und ja, sucht nach irgendwas, schubst sein Bruder rum. Es ist halt nicht mehr Robbie, es ist nämlich dieser Eddie Morrow, und ignoriert das alles, aber Gabe weiß das natürlich nicht. Und sie denkt, das ist Robbie und lässt ihn auch, weil man muss wissen, Gabe ist halt auch ein Krüppel, also sitzt im Rollstuhl und lässt ihn aber auch einfach da liegen. Und Gabe weiß sich nicht selber zu helfen, ist halt ein kleiner Junge. Und verbringt dann auch die ganze Nacht da auf dem Boden, irgendwie so verzweifelt und weiß nicht, was sein Bruder ihn gerade so angetan hat, was auch ein Knacks in ihn dann bricht, was dann später auch noch aufgegriffen wird. Johnny versucht herauszufinden, wer der Junge auch ist und wo er dann auch ist, wo er ihn dann verloren hat. Es kommt heraus, dass Robbie kein richtiger Ghost Rider anscheinend ist, denn Johnny könnte eigentlich alle Ghost Riders aufspüren als Ghost Rider selber, aber Robbie kann er nicht aufspüren. Darum hat er geglaubt, dass das halt kein richtiger Ghost Rider ist, sondern eher nur so ein Dämon. Und dann geht man natürlich noch mehr auf die Spur. Wer ist das halt wirklich? Morrow, wie er halt, das weiß Robbie wohl, dass er so heißt, aber er weiß nicht, wer Eddie Morrow wirklich ist. Der ist halt dieser Dämon dann in ihm. Und der nimmt dann halt Rache an anscheinend alten Gangmitgliedern, so wie das halt wirkt, was dann halt auch zu so einer Art kleinen Massaker wird, was dann halt, ja, was dazu führt, dass Johnny ihn dann doch aufspüren kann, weil ja, den Brutkrümeln an Leichen kann man doch schön folgen. Johnny findet ihn dann ja auch und versucht ihn auch zu stoppen. Ja, was ihm dann noch mehr oder weniger gelingt. Robbie versucht dann auch, wenn er zu Hause ankommt, dann auch Gabe zu helfen eigentlich und ihn natürlich um uns Verzeihung zu bitten, aber das Unheil ist halt jetzt angerichtet. Mr. Hyde baut aktuell auch eine Art Monsterarmee, auf die mit der Ghost Rider noch natürlich kämpfen muss, mit der Unterstützung natürlich von Johnny. Das, ja, wenn das dann halt erledigt ist, spielen dann halt die letzten zwei Hefte 10 Monate nach diesen ganzen Vorfällen. Gabe ist nun sehr abweisend geworden. Es wird begründet damit, dass er halt etwas Teenager-mäßig ist. Es geht dann sogar so schlimm, dass Gabe ihn, also Robbie, dann sogar beleidigt. Mit sowas wie ganz simpel, fick dich. Ne? Also, geht hart dann dazu, muss man echt sagen. Also, man bemerkt wirklich, dass ist ein Knacks bei ihm einfach drin. Robbie erfährt dann hier auch, wer Ellie Morrow wirklich war. Und ich sag mal so, er war kein guter Mensch. Das kann man mal ganz klar sagen. Es erinnert mich sogar etwas an Carnage. Also ein bisschen. Ja, durch Komplikationen dann, durch Gabe und Ellie natürlich, machen Robbie und Ellie Morrow einen neuen Pakt. Und dadurch entsteht im Endeffekt der All New Ghost Rider. Das so zur Story eigentlich so im Großen und Ganzen. Das ist eigentlich so der ganze Band. Ja, sehr viel Spoiler eigentlich soweit. Dieser Pakt beschließt natürlich ganz normal, wir töten, aber nur die, die ja Böses machen. Eigentlich ähnlich wie bei Venom. Sagen wir mal so zwischen Eddie und Venom. So kann man sich das eigentlich jetzt hier auch recht gut vergleichen. Ich finde, wie schon gesagt, Robbie richtig cool. Diese Story ist auch ganz cool. Natürlich, die Zeichnungen wirken ein bisschen cartoonhaft und nicht alle. Also, Mr. Hyde ist jetzt nicht gerade der spannendste Gegner, aber doch das mit Robbie und Gabe und Ellie Morrow und auch Johnny Blaze ist sehr interessant gestaltet worden und hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe sehr, dass Robbie natürlich noch weitergeführt wird, auch außerhalb der Avengers, denn wie schon gesagt, es gibt jetzt dieses All New Ghost Rider, wo er dann halt eingeführt wird. Dann gibt es so eine ganz kleine, ich glaube, 4 oder 5 Hefte beinhaltete kleine Miniserie noch. Und sonst taucht er eigentlich jetzt nur noch bei den Avengers auf. Und Johnny Blaze bekommt, glaube ich, noch so eine neue Reihe jetzt. Aber was Neues sonst von Joe Robbie habe ich jetzt noch nicht erfahren. Würde es mir aber sehr wünschen, dass noch viel, viel von ihm kommt.
Und das Geile ist natürlich, nachdem ich jetzt auch dieses Comic gelesen habe, freue ich mich natürlich noch mehr darauf, dass eine Ghost Rider-Serie natürlich auch noch kommt, die auch mit Robbie Reyes sein soll. Bin sehr gehypt jetzt nach diesem Band auch noch auf diesen Charakter und hoffe, dass sie ihn auch prima machen. Vielleicht auch vom Look etwas mehr an die Comics ranhauen, als er es in Age of Shield jetzt ein bisschen war. Aber natürlich hoffe ich das Beste. Ja, wie schon gesagt, Story sehr gut. Zeichnungen hätten besser sein können, aber man gewöhnt sich dran. Darum bekommt das Comic trotzdem von mir. Ja, ich tue mich schwer zwischen der 9 oder 10 von 10. Darum gebe ich Ihnen einfach eine 9,5 von 10, die goldene Mitte. Also eine Riesenempfehlung. Also wer mit Johnny Blaze noch nichts anfangen konnte, gibt Robbie mal eine Chance, weil mir hat der, wie schon gesagt, es ist wesentlich mehr gefallen. Und ja, wenn ihr das denn schon gelesen habt, den Band, dann schreibt mir mal unbedingt in den Kommentaren, was ihr von Robbie haltet, also von diesem neuen Ghost Rider, ob ihr ihn mehr mögt oder Johnny Blaze oder einen anderen Ghost Rider, oder einfach generell, was ihr von diesem neuen Ghost Rider haltet, ja, oder ob ihr den halt vielleicht auch total beschissen findet, wer weiß. Ja, das soweit dazu. Bis zum nächsten Mal. Ciao.